Nee, ich glaube, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Jetzt können wir das hier verwenden. Hammer und Meißel. Was mache ich denn damit? Hammer und Meißel? Ach, ich habe noch gar nicht geguckt. An der Türe, genau. Da muss ich was machen. Vielleicht mit Hammer und Meißel. Wer hätte es gedacht? Und da ist auch so ein Löwe drauf, wie wir schon hier... So, halt. Bitteschön. Aber hier ist auch noch was. Das sieht noch nicht so richtig aus. Ach nein, das ist wieder so ein Bild. So, sowas hatten wir schon mal mit so einem Drehschatten oder sowas. Oh, das war voll fies, aber ich glaube, das hier könnte sogar etwas einfacher sein. Ach, eigentlich sieht man ja, wie die Löwen hinkommen müssen. Das müsste ja so... Nee, doch nicht. Aber das kann nicht höher. Okay. Tun sich manche durch mehrere bewegen? Also das bewegt diese drei. Und das kommt auch nicht hinten wieder raus, wenn man... Das bewegt diese drei, das bewegt diese drei und das bewegt diese drei. Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Also es gibt hier einen Turm. Sein, dass das hier ein bisschen... Ah, das könnte vielleicht auf diese Seite. Das könnte natürlich sein. Dann passt das hier. Ah, ja. Jetzt sieht es doch schon mal ganz gut aus. Ah, nach unten angepasst. Unten am Wappen. Dann können wir das nämlich hier hin. Jeremy sneezing again. A little dust and that troll is useless. Ah, einer von den Trollen hat Schnupfen und ein bisschen Staub macht ihn quasi wehrlos. Gehen wir mal rein. Haben wir Staub? Nö. I have to admit, it's tempting to want to repay these trolls for what they did to Charlie. They're likely not above bribery either. That portly one, I bet, has a weakness for sweets. And the other? He could use a little pepper. Genau, der soll da mal niesen müssen. Den Pfeffer haben wir schon. Und er ist richtig scharf drauf, denen mal eins auszuwischen, weil die ja so fies sind. Okay. Und zu bestechen sind sie nicht, aber... Der eine mag gern Süßigkeiten und der andere, dem tun wir ein bisschen Pfeffer in die Nase streuen. Jetzt gucken wir mal. Okay, die schmeißen den Schlüssel hin und her. Da oben ist die Katze. Ich habe gedacht, hier hinten. Noch zwei. Nehmen wir hier Puzzleteile. Ah, der Dominostein. Aber eine Ratte. Ach, den brauche ich, glaube ich, nachher erst. Ich muss ja jetzt erstmal die beiden hier außer Gefecht, beziehungsweise drei. Da steht ja noch einer. Welcher ist denn das mit dem Pfeffer? Erzieh.
Gut, der ist weg. Und dann brauchen wir noch Süßigkeiten. Und jetzt muss man die wahrscheinlich noch in die richtige Reihenfolge kriegen. So dass das auch stimmt. Also die 5 muss dann zum Beispiel dahin. Und die 2 hierhin. Das kommt hier hin. Und dann soll es noch drehen. Und das auch drehen. Perfekt. Und da haben wir doch schon unsere Süßigkeit. Ist nicht der richtige? Hä? Hä? Wo muss ich da mit hin? Es muss eine Möglichkeit geben, diese Trolle... Hier stehen ja einige solche Boxen. Ah, okay. So, und was muss ich jetzt machen? Ah, okay. In der Reihenfolge, denke ich mal. Okay, der ist auch weg. Ein Hündchen. Ah, ich brauche etwas, um ihn anzuheben. Ja, aber das Puzzleteil müsste ich doch kriegen. Noch 4. Ein Schlüssel. Lunchbox-Key. Ah, sehr gut. Ah, das ist die Süßigkeit für den. No, dafür schmeißt du sogar einen Schlüssel hin. Dankeschön. Ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen was. Samba, Susi Luca, fehlen noch ein paar Teile. Hier oben zum Beispiel. Da hängt auch irgendwas. Sieht aus wie ein riesiges Puzzle. Okay, da fehlen noch ein paar Teile und ich glaube nicht, dass ich da was dabei habe. Die Maus passt, glaube ich, nirgends. Aber wir gucken mal, ob wir mit dem Schlüssel schon was machen können. Oder oben. Da kommt der Hund hin. Die anderen Sachen haben wir noch nicht. Oder wissen wir noch nicht, wo es die gibt.